Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu SFS. Ja, lang kein Video mehr hochgeladen. Ich wurde gefragt, ob ich ein Gewächshaus bauen kann und zum Mond bringen kann. Da habe ich mir gleich gedacht, Gewächshaus, ja, kann ich machen. Warum nicht gleich eine Aquaponik? Wenn ihr euch fragt jetzt, was ist eine Aquaponik, schaut euch das Bild an, ist relativ verständlich. Rechts haben wir einen Tank mit Fischen. Ich weiß, ich bin sehr gut im Zeichnen, vor allem mit dem Finger. Also rechts ist ein Fischtank. Man gibt den Futter und den Abfall filtert man mit Filtern raus und gibt das dann den Pflanzen. Die Pflanzen verarbeiten das, können davon quasi leben. Und das ist halt ein Wasserkreislauf, also das Wasser wird andauernd ausgetauscht zwischen diesen beiden Tanks, beziehungsweise zwischen dem Feld und dem Fischtank. Und alles, was man braucht, ist Fischfutter. Dann kann man Fische und Pflanzen ernähren und damit auch die Astronauten. Dann können sie nicht nur Gemüse essen, sondern auch Fisch. So haben sie abwechslungsreiches Essen und können glücklich sein. Ja, das ist eine Aquaponik und das habe ich schon gebaut. Und jetzt gehen wir mal rüber zu SFS. So, da sind wir in SFS. Hier haben wir den Fischtank weiter unten. Und das Gewächshaus weiter oben. Das sieht übrigens genauso aus wie die Solarzellen. Ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll, deshalb habe ich das einfach mal orange gefärbt. Und das hier habe ich einfach schwarz gefärbt, weil ich keine andere Farbe mehr hatte. Ich hätte das auch selber machen können. Ich lasse jetzt schwarz. Ich würde sagen, wir fliegen einfach los und bringen das natürlich mit der Mikroraumstation dann zum Mond.
So Leute, das war's auch schon mit der Mission. Hier haben wir beide Module aufgebaut. Ich habe sie gleichzeitig hochgebracht. Sie sind auch recht leicht, deshalb habe ich das einfach gemacht. Das macht die ganze Mission viel einfacher. Und sie waren natürlich ein Erfolg. Nichts ist schief gegangen. Das mag ich. Wir haben es geschafft. Hier haben wir das Gewächshaus und nebenbei noch den Fischtank. Und jetzt haben wir auch eine Aquaponik hier auf dem Mond, damit die Astronauten hier, die da vielleicht noch drin sind, keine Ahnung, was zu futtern haben und auch was zu tun haben, nicht nur Forschung betreiben. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.